Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den 4Bro News. Ganz genau, ich bin der Rudolf. Ich bin der Harald. Und wir legen direkt los mit dem Thema, das die ganze Welt beschäftigt, nämlich den 4Bro Quick Games. Quick Games, let's Heftig. Go. Also die Quick Games, die waren ja überkrass, so knapp wie noch nie, ne? Waren schon sehr knapp. Die waren schon sehr, sehr knapp, ja. Sedat ist wieder der MVP. Ne? Der Löwe ist wieder am Stissel gewesen. Er hat den Löwen wieder rausgelassen. Er hat uns gerettet. Ich schwör's dir, ich dachte, einer von uns stirbt, ja. Ja, ich hatte auch ganz, also am Anfang war das ja eigentlich sehr, sehr deutlich. Da dachte ich ja, wir fahren das Ding ganz locker nach Hause. Mhm. Aber die haben nämlich eine gute Strategie gefahren, die Herausforderer-Boys. Ja, die haben nämlich ihre Geheimwaffe an letzter Stelle gepackt. Und der Junge, ich weiß nicht, der ist unter Wasser irgendwie geboren worden, hat Hauptrolle bei SpongeBob gehabt, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, der kann unter Wasser leben. Digga, der ist da einfach nicht mehr rausgekommen. Der ist einfach nicht mehr rausgekommen. Und Sedat hat es mit ihm aufgenommen. Ey, ich dachte, ohne Spaß, Sedat fällt in Ohnmacht. Können wir das mal einblenden? Der hat diese... Ja, deswegen... Ich dachte so, ey, hör lieber auf, ist doch nur ein Game, Alter. Scheiß auf die 2 Mille, Digga, komm da hoch. Sedat hat wirklich, wirklich ums Überleben gekämpft. Ja, und dann konnten wir den Sieg ganz knapp, aber doch noch nach Hause fahren, das Ding. Ne? Ey, Freunde, verfolgt ihr eigentlich den Super Bowl? Habt ihr das abgecheckt? Oder die Bengals? Die Bengals. Die haben gegen die Rams gespielt, ne? Und die Rams haben 23-20 gewonnen. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich gar nicht gepeilt habe. Mir ist der Super Bowl komplett egal. Ich verstehe nichts vom Football. Mir ging es ja um die Halftime-Show. Boah, ey. Ja, was los? Das ist krank. Was los jetzt? Was fahren die da auf? Was Dre, los jetzt? Was los? Eminem. Was los? 50 Cent. Was los? Ey, zieht euch mal 50 Cent rein. 50 Cent. Ihr kennt ja bestimmt alle noch von vor, weiß nicht, 20 Jahren oder was, in the club, ja? Da fängt er an zu rappen, da hängt er so von der Decke runter, so nach Motto hier, ne? Auf Sporty, ne? Sieht man hier, ist er noch sehr fit. So sah das jetzt bei der Halftime-Show auf des Super Bowls. Ja, da hängt er auch von der Decke, aber der hat kaum Luft bekommen, der Arme, ja? Ja, Zeiten ändern sich. Er ist ganz schön fett geworden über die Jahre. Ja gut, natürlich, der muss niemand mehr was beweisen, aber er hat sich auch selbst noch auf Schippe genommen und hat dieses Bild hier gepostet. Das ist Bizarre von D12. Ja, bei My Band gab es nämlich auch so eine Szene, wo er dann so von der Decke hing und 50 nachgemacht hat. Ja, und jetzt sind beide Bilder, wenn man die mal nebeneinander hält, schon sehr identisch. Noch eine Sache, Alter. Ja, Gossip vom Feinsten. Kodak Black wurde auf einer Justin Bieber Party angeschossen oder was? Ins Bein? Ach, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, heftig. Ja. Naja, aber spannende Geschichte, erzähl mal mehr davon. Ja, ich habe nur mitgekriegt, dass da irgendwie so ein Streit eskaliert ist und dann wurde der junge Mann angeschossen. Ich sag mal so, passiert im Radsport, ne? Lass dich mal anschießen. Live by the gun, die by the gun, ne? Da fällt mir doch was Spannendes ein. Ne? Hm. Rick Ross hat sich einen Flammenwerfer gekauft. Ja. Das sind Sachen, das muss die Welt wissen. Der läuft da durch seine Villa und macht so Ansagen-Videos mit Flammenwerfer. So oft. Willst du Stress? Nein, du willst keinen Stress. Und da haut er die ganze Zeit irgendwelche Flammen raus. Okay, das ist wieder nice. Dem ist einfach alles scheißegal. Ich habe was Internes, was die Bros und Sis eventuell interessieren könnte. Und zwar? Ja, und zwar, wir haben ja letzte Woche und vorletzte Woche wieder ein paar Tastings durchgeführt. Ne? Ah ja, genau. Ihr könnt es im Hintergrund sehen, da haben die Bros und Sis mal wieder Eistee probiert, ne, verkostet, ja, und neue Designs abgecheckt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen immer wieder neue Leute, die zu uns kommen und auch mal die Sachen ausprobieren. Leute, schickt uns einfach mal eine Nachricht, wenn ihr Bock habt, bei so einem Tasting dabei zu sein. Wäre natürlich geil. Dann könnt ihr so ein Zeug auch probieren und könnt sagen, ja, wie schmeckt euch das eigentlich? Genau, und dann so betreiben wir hier mal Marktforschung, oder? Genau, nee, richtig. Ja, doch, ist Marktforschung. Ne? Kann man das sagen? Ja, ist egal. Ist Marktforschung. Apropos News, hier, jetzt habe ich noch mal geile News für euch. Ein heftiger Kampf steht bald an, ja, zwischen zwei richtig krassen Fightern. Einmal Islam Dulatov, a.k.a. The Ripper. Und auf der anderen Seite haben wir dann Jare, ja, a.k.a. The Pretty Boy. Und die beiden treten gegeneinander an. Ja, Mann. Ja, und aus diesem Grund haben wir die beiden Jungs heute hier, wie soll es auch anders sein, bei dem 4Bro News live zugeschaltet. Jungs, was geht ab bei euch? Alles gut? Schöne Grüße, was geht ab? Alles gut. Erstmal, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's auch gut. Uns geht's super. Jetzt sind wir gerade hier und wir freuen uns einfach, glaube ich, beide auf die Challenge. 100%. Und bald geht's ab. Ihr habt ja jetzt bald einen krassen Kampf gegeneinander, ja? Wie ist da die Gefühlslage? Wie fühlt ihr euch? Wie ist die Stimmung? Also ich sag mal so, es wird auf jeden Fall eine krasse, krasse Herausforderung. Der Chagel ist ein super Athlet und ein sehr starker Junge. Ich denke, das wird eine gute Challenge gegen ihn. Also als ich das vom 4Bro gehört habe, habe ich mich super direkt gefreut. Das wird eine mega Herausforderung, wie Islam schon gesagt hat. Und ich habe 4Bro direkt gesagt, dass ich einen starken Gegner brauche.
Und da wird auch direkt Islam ausgesucht. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Sagt mal, Jungs, wie seht ihr eure Chancen gegeneinander eigentlich? Ja? Also ich sag mal so viel dazu. Ich weiß, dass der Chagi ein super Athlet ist. Ja, nur ich bin leider ein Ticken besser einfach. Deshalb sehe ich die Chancen auf jeden Fall klar bei mir. Von daher, also tut mir leid für dich, Chagi, aber der Sieg gehört mir. Islam, ich glaube, du redest gerade ein bisschen zu groß. Aber die Ergebnisse werden wir auf jeden Fall sehen, wenn es soweit ist. Und warte einfach ab. Ich lasse lieber Taten sprechen als euer Taten. Okay, Jungs, okay. Ich sehe schon. Ihr seid sehr motiviert. Ihr seid heiß auf den Kampf. Der Gewinner kriegt übrigens 5000 Euro, die er dann für einen wohltätigen Zweck spenden kann. An eine Organisation seiner Wahl. Habt ihr euch diesbezüglich schon ein paar Gedanken machen können? Also ich habe daran gedacht, quasi vielleicht an eine Spendenorganisation, die jetzt quasi Brunnen baut oder sowas vielleicht, oder halt Spielzeuge für hilfsbedürftige Kinder oder was auch immer, vielleicht für Kinder, die jetzt an Krebs erkrankt sind, für Krankenhäuser und sowas halt. Also ich kenne ein kleines Baby, sage ich mal, den Kerem, der leidet einer SMA-Krankheit. In meinem Istanbul-Besuch habe ich den auch selber besucht, habe die Familie kennenlernen können. Und da ist natürlich sehr viel Geld aufwendig, um seine Medikamente zu bezahlen. Deswegen wird, wenn wir dann gewinnen, auf jeden Fall alles an den lieben Kerem gespendet, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird. Ja, Jungs, stabil. Ja, ihr seid auf jeden Fall richtige Ehrenmänner. Sagt mal, wie bereitet ihr euch eigentlich auf den bevorstehenden Kampf vor? Also ich glaube, ich kann auch für Islam reden, wenn ich sage, dass wir eigentlich durchgängig im Training sind. Er hat bald einen Kampf, ich auch einen Kampf. Deswegen sind wir gerade beide sehr hart am Trainieren. Wir werden beide in Topform kommen und wir gucken dann, wer die letzten Wochen noch härter trainiert hat. Da kann ich dem lieben Chagi nur zustimmen. Also wir sind beide momentan, glaube ich, in der Topform unseres Lebens, da wir beide jetzt einen kürzen Kampf anstehen haben. Von daher, also die Vorbereitung läuft nach wie vor super. Ich fühle mich top und ihr werdet die beste Form meines Lebens leben. Sehr, sehr gut, Jungs. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Habt ihr abschließend noch einige Worte, einige Ansagen an den jeweiligen Gegner zu richten? Dann habt ihr hier jetzt die Chance. Gebt Gas. Also ich sag mal so viel. Ich hoffe wirklich für den lieben Chagi, dass er sich gut vorbereitet, weil das wird wirklich, wenn er das nicht tut, wird das ein böses Ende für ihn haben. Von daher tu mir den Gefallen und dir selber auch, Chagi, und bereite dich gut vor. Islam, das Gleiche gilt natürlich für dich. Ich hoffe, du nimmst auch starke Jungs mit, weil meine Jungs werden auch in Topform kommen. Deswegen, das wird eine richtig geile Challenge. Und noch eine extra Sache, wenn ich gewinne, Islam, dann will ich, dass du meinen Namen vernünftig aussprichst. Okay, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Bros sind auf jeden Fall hyped, ja, das kann man schon mal sagen. Sehr sympathisch sind die Jungs auch. Jungs, macht's gut, viel Erfolg für den Kampf und sehr bald gibt es dazu hier mehr. Deswegen nochmal ein ganz kleiner Reminder an euch, Freunde da draußen. Ja, Glocke aktivieren, Channel abonnieren, Like da lassen, Kommi da lassen und dann läuft der Hase. Yo, Bros, ihr wisst Bescheid, es ist wieder soweit. Community-Fragen sind am Stineiseln. Ne? Wir fangen direkt mal an mit Zocker-Gamer. Er ist wieder am Sticky. Ne? Er ist am Stissen. Ja, Mann. Er fragt, Döner oder Pizza? Ach, schwierige Fragen. Immer diese Oder-Fragen. Aber die Bruder, gefallen mir. Ich bin Döner. Ich bin Team Döner. Safe. Also, wenn es drauf ankommt, Team Döner. Wenn es wirklich drauf ankommt, ja, ist, boah, ist schwierig, Digga. Weil Döner ist auch, gibt gute Kombinationen, aber Pizza kann es halt, gibt viel mehr Kombinationen. Ne? Da ist, also, da bist du eher Team Pizza oder was? Wenn es hart auf hart käme, Jungs, ich wäre Team Pizza. Date Bayo fragt, könnt ihr bitte pro Tag ein News bringen? Ja, wäre ein bisschen heavy, ne? Das wäre schon, aber ich glaube, das wäre Reizüberflutung für die Bros. Das wäre Reizüberflutung und so viele News gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich, wir könnten immer was finden, ne? Ja. Aber dann hättet ihr uns doch relativ schnell satt, sag ich mal. Ne? Genau. Muss ja immer auch spannend und informativ sein. Muss auch immer ein bisschen so auf spontan gucken, ne? Yo, Treiber darfst du raten, wer wir jetzt wieder am Stüssel haben. Soccer Gamer. Nein, den hatten wir gerade schon. Wir haben den Mustafa. Pistofoglu, Alter, er ist am Start. Er fragt, was würdest du zu Engin sagen, wenn er nur mit Ja antworten kann? Gibst du mir 50% Geschäftsanteil? Warum wollte ich dieselbe Antwort gerade sagen? Willst du mir nicht 80% geben? Ja, so. Gib mir 100. Ja, unbedingt, unbedingt. Wir haben jetzt hier noch, das ist keine Frage, ich habe noch zwei, ja, ich will auf was ganz Bestimmtes hinaus, okay. Ja. Hier fragt nämlich Ersu TV, bringt mal diese Cornflakes bitte raus, ja, diese Cornflakes, wir wissen alle, wovon die Rede ist, es sind die 4Bro Reels, ja, die zeigen wir hier im Hintergrund, die sind bald am Start, Leute, die sind sehr bald am Start, freut euch darauf, ja. Sagt den Bros auch, wie bald, also, ne. Sehr bald, also wir reden hier von ein paar Wochen nur noch, ja, also haltet Ausschau, die
Dinger sind sehr bald erhältlich, ja. Der Mustafa Pistofoglu, das ist mir schon des Öfteren aufgefallen, der hat immer wieder gefragt, ey, wann kommt der Bro des Monats? Ey, ihr habt den Bro des Monats noch nicht ermittelt. Freunde, ich habe mir jetzt was überlegt. Wer sind denn hier die Hardcore-Bros immer in den Kommentaren? Wen sieht man denn immer? Soccer Gamer. 410. Genau. Christian Geißler. Ja. Mary Jane. Ja. Ne? Und Mustafa Pistofoglu. Ganz genau, Freunde. Ihr vier sendet uns jetzt eure Adressen, eure Anschrift per DM über Insta an uns. Und wir machen für jeden von euch einfach so eine richtig fette 4Bro Goodiebox klar. Als kleines Dankeschön für euren Support und für eure ständige Aktivität. 4Bros für Bros, ihr seid hardcore am Start und das wird belohnt. Deswegen seid schnell, ja? Ihr seht das Video, die sind eh immer am Start. Normal. Und das finden wir geil. Wir finden euren Support geil, eure Aktivität geil. Macht weiter so, sendet uns eure Anschrift und dann gibt es ein fettes 4Bro-Paket für jeden von euch. Weißt du, was auch geil ist? Was ist geil? Wir können das, wir beide packen diese Pakete für die Bros zusammen. Was wir beide in ohne Scheiß. Ne? Dann rasten wir richtig aus. Aber so richtig dann aus. Machen wir euch richtig geile, persönliche Boxen fertig, ja? Ja, Mann. Oder? Ist das geil, oder? Noch so eine kleine Nachricht rein. Ah, das Klärchen. Oder? Leute, vergesst das nicht. Jetzt sofort machen und in ein paar Tagen ist das Ding da. Das war doch mal wieder eine super Folge, oder? Knackig, ja, gut, informativ, sexy. Sexy. Und cool. Hä? Cool. Cool genug? War cool? Freunde, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu den 4Bro News. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi. Ciao, ciao.